Hallo und herzlich willkommen hier zu dem dritten DLC von Dark Souls 2. Ganz genau. Nach einer längeren Zeit, wo wir nicht gespielt haben und nach einer Woche, wo sich der DLC tatsächlich so ein bisschen verschoben hat, freuen wir uns jetzt, euch den dritten DLC präsentieren zu dürfen. Und den Schlüssel haben wir schon gekriegt, das war irgendwie eine vereiste Blume oder sowas. Das weist auch schon darauf hin, wo es denn hingeht, denn wir gehen jetzt zum Schrein des Winters. Der Schrein des Winters ist hier in der Nähe. Der kann sich nochmal gerade die Settings ändern. Ja, ich musste die Tür schließen. Genau, sag ich, Settings. Eure Katzen werden noch immer klüger. Ja, die öffnen Türen, das ist nicht so cool. Außerdem ist das jetzt auch trotzdem eine Premiere, denn ich spiele das erste Mal mit dir zusammen in einem Let's Play als Papa. Der Wahnsinn. Krass, ne? Ja. Also, wenn irgendwann mal in 15, 16 Jahren meine Tochter dieses Video sieht, das ist das erste Video, was halt präsentiert wurde oder was halt aufgenommen wurde, als du am Leben warst. Tut mir leid. Jetzt ist die Frage, wie lange YouTube sowas speichert eigentlich. Ja, ist interessant, ne? Ja, ich meine, das ist ja eine exponentiell wachsende Datenmasse. So, und wir sind am Stein des Winters und dieses Ding, das steht hier schon immer. Ja. Es war nur nicht aktiv. Wir haben uns da beim ersten Mal gefragt, was ist denn das für ein Ding? Warum steht das hier einfach so? Jetzt wissen wir es. Aber wenn ihr euch fragt, wo die Seelen hin sind, wir haben Großpfeile gekauft. Richtig. Ja, so für 100.000 Seelen. Ja, ein bisschen shoppen gegangen. Quasi ein Schnäppchen. Ja. Und wieder die Zerstörungsgroßpfeile und wir wissen natürlich, die gibt's bei Vengals Kopf. Richtig. Ja. Mussten wir selber auch erstmal wieder suchen. Ja, natürlich. So, wir sehen, hier ist schon ziemlich frostfröhlich. Hey, warum liegt denn da kein Schnee? Wo? So, ja, hier. In dem Ding. Weil das so cool ist. Auf was ich rede. Hier sind auch wieder diese Dinger. Ob das wohl aufgeklärt ist, was diese Dinger sein sollen? Das wäre nicht schlecht. Das ist der letzte DLC. Ja, deswegen ja. Also ich meine, sonst hätte man sich die auch sparen können. Ja. Zu Beginn dieses Gebietes immer irgendwie. Wenn die nur Deko sind. Irgendwie sind wir auch ziemlich schneeig geworden, oder? Stimmt. Weil ich mich gerade im Schnee gewälzt habe, oder weswegen? Könnte sein, ja. Cool. Das sieht cool aus. Tauche ich jetzt so langsam von oben ab, ja. Krass. Hat was, ne? Das ist geil, ja. Jetzt bin ich wieder schneeig. Ja. Das ist supi. Besser Schnee als Schnee. Du immer wieder, ey. Ja, mein Gott. Guck mal, ich kann aus jeder Überleitung kann ich einen Spruch zu ihm machen. Das ist doch ein Talent, oder? Und du wunderst dich, dass du in irgendein Let's Play reinschaltest und ihm das zeigst und irgendwie immer einen doofen Spruch über ihn machst. Ja, mein Gott. So, wir haben auch schon das erste Leuchtfeuer gefunden, das netterweise wieder am Start des Gebietes. Da, wo man sie immer braucht. Wir sind am äußeren Wall. Ich hab das mal einfach aktiviert, weil wir eh noch keine Gegner gesehen haben. Bis auf das, was dir gerade irgendwie passiert! Boah. Okay. What? So, das ist irgendein Normalo. Das ist auch ein Normalo. Auch ein Spieler. Kein NPC, also. Ignorieren wir das mal einfach. War das vorher auch schon da? Nein. Sympathisch. Ja. Nein, eigentlich nicht. Aber was kostet die Welt? Crown of the Old Ivory King. Also jetzt holen wir uns die Krone des alten Elfenbeinkönigs. Und damit haben wir dann alle drei Kronen in unserem Besitz. Und mal gucken, was wir mit solchen Kronen machen können. Wir können die aufeinander gestapelt auf den Kopf haben. Das erinnert mich an Burger King. Ja. Ich auch. Ah, die machen fiesen Schaden. Sind auch durchaus nicht ganz langsam. Blutungsschaden, ganz genau zu sein. Ja, ich meinte eigentlich, die machen Zustandsschaden, wenn du sie blockst. Also halt die hauen durch. Der jetzt nicht, aber. Naja. Weg ist er. Als Profi hast du bestimmt den Loot in der Ecke gesehen. Ja, aber auch den da gehört. Ja. So ja. Langsam sind die nicht, ne? Nee, dann haut er einfach ab. Ich dachte, da kann ich jetzt auch ganz easy backstabben. Ja.
Aber was ist? So ein Töter. Schimmernde Lebensstein mal 4. Das ist ja schon mal nett. Hier kommen wir nicht runter, also brauchen wir auch nicht drüber nachdenken, dass da irgendwas liegen könnte. Da sind irgendwie Statuen, ne? Mhm. Da hätten wir auch hingehen können, ne? Aber jetzt bin ich schon mal hier, jetzt bleiben wir dann auch mal hier, ne? Machen wir erstmal. Machen wir erstmal. Ach, übrigens spielt Ascanius. Ja. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich weiß auch gar nicht, wer letztes Mal aufgehört hat überhaupt. Ja, das ist jetzt ja dann doch schon ein bisschen her. Also für euch noch kürzer als, also kürzer als für uns. Mhm. Aber auch für euch ist es jetzt ja dann, heute ist dann Samstag. Ja. Dann ein bisschen weniger als eine Woche her. Für uns ist das schon 3 her. Ja, ganz genau. Wir haben währenddessen zum Beispiel Destiny aufgenommen, wo wir das letzte Mal, wo wir das hier beendet hatten, da wussten wir noch gar nicht, wie das genau stattfinden wird mit Destiny. Jetzt mittlerweile haben wir schon ziemlich viele Folgen für Destiny aufgenommen. Du siehst den rechts, ne? Der ist das ein Gegner? Liegt auf jeden Fall eine Nacht vor. Vorsicht vor, arme Seele. Ich darf sie nicht umbringen, nicht treffen vielleicht. Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Deswegen habe ich den jetzt noch nicht angegriffen. Hm. So, den haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal weg. Können wir jetzt mal in Ruhe gucken. Ich dachte, der ist aufgestanden. Ja, habe ich auch gerade. Okay. Geh mal, der schreibt hier da irgendwas? Nee. Vorsicht vor armer Seele stand da eben. Geh mal weiter und beobachte den, nicht dass er nachher auch springt oder so. Machen die ja dann doch wohl gerne. Du hast eine Nachricht unter dir. Goldfruchtbalsam. Das Ding sitzt dann noch lustig vor sich hin. Hier ist wieder so einer. Den haben wir jetzt ganz gut erwischt. Da unten sitzt irgendwie so ein Viech auf 4 Beinen. So ein Frosthund, so wie es aussieht. Hm, keine Ahnung, was das Viech da will. Die arme Seele scheint da sitzen zu bleiben. Ja. Ja, wir lassen die erstmal und gucken mal, ob wir da noch mehr von finden. Wir halten die mal im Hinterkopf. Genau, besser ist das. Ja, ganz einfacher Hund, ne? Ja, mit nur in Frostversion. Ja. Hast du den anderen nicht getötet? Weiß nicht, oder kommt noch mehr? Mit dem Schwert sind die aber One-Hit, dann geht's. Das könnte schlimmer sein, sag ich mal. So, da hat uns einer Loot gelassen. Menschenbild. Also, die droppen auch Menschenbilder anscheinend. Gut. Ja, ich meine, da sind wir jetzt ja nicht mega drauf angewiesen, aber. Nö, aber. Scheinbare Wand voraus. Tu mal erst die ganze Wand in X ab. Ja, wie viel Bewertung hatte der Kollege? 65, okay. Du weißt aber, dass nichts heißt. Nein, das heißt tatsächlich nichts. Da liegt Schnee vor, das könnte. Ne. Ja, nehmen wir erstmal den Loot mit einer Flügellanze. Plus 7. Ja. Scheinbar waren voraus. Mit 67 Bewertung. Ja, ich weiß es nicht. Kannst du hier reinbuggen? Nein. Und wir sind ja sogar menschlich, fällt mir gerade mal auf. Mhm. Der Wahnsinn. Das ist ja aufregend. Okay. Da ist auch noch ein Loot, oder? Ja. Mein Adlerauge. Ja. Ja, komm. Kann ich das Loot auch aufheben? Ja. Ja. Man muss nur ein bisschen gegen die Wand laufen. Ja, 5 Fackeln, ja, toll. Dafür hat sich das gelohnt, sich da an den Abgrund zu bewegen. Da hinten liegt auch einer so am Abgrund. Meister. Ja, hier sind noch ein paar gestorben. Irgendwie erwarte ich hier irgendwas. Ja. Da ist erstmal nix. Ja, wer weiß. Ich sagte ja auch erstmal. Irgendwann muss hier ja passieren. Die sterben ja nicht aus Lust und Laune. Beherrschung. Na, dann ist hier alles Schnee. Ich denke mal, die können da überall weg rausspringen und so, weißt du? Richtig.
Da sitzt schon wieder so einer. Aber da gibt es auf jeden Fall mehr von. Man muss dann nur noch irgendwie einen... Ich habe noch keine Motivation, die angreifen zu wollen. Ne, ich auch nicht. Der hat auch einen Bogen. Ja, merkt das. Der lebt auch noch. Boah, ob das ein Bogen ist oder ob der zaubert, ich weiß es nicht. Ne. Das sieht eher nach einem Zauber aus. Das stimmt, ja. Aber jetzt dürfte er weg sein. Was? Der hat nicht getroffen? Bitte? Der hat getroffen, aber keine Ahnung, warum er den getötet hat. Weil du hast ihn auf jeden Fall voll getroffen. Doch, ist er tot. Ja, da hatte ich vor einer halben Minute den Knopf schon mal gedrückt. Mhm. Das ist lustig. Unbedingt. Boah, was wollen die alle von mir? Die scheinen alle Schwerter oder Links zu haben, ja, und gleichzeitig zaubern zu können. Das, ja, könnte noch gefährlich werden. Ja, stimmt. Wuppala! Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch! Wow. Damn it! Gut gemacht. Mhm. Nö. Eigentlich nicht. Ja, der Anfang war ein bisschen schlecht, aber. Dann das Finish war doch eigentlich schon wieder ganz schön. Schutzposition, ja. Da sitzt noch einer. Hm. Da steht auch noch einer. Naja. Jetzt nicht. Aber wir werden nachher wo rausfinden, wenn wir den Dinger lassen. Vielleicht gleich doch mal einen verprügeln, aber. Hm. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie. Der erste lacht. Und da ist aber irgendwas drin. Ja, tatsächlich, ne? Ah, warte mal, warte mal. Nimm mal eine Fackel. Das ist eine gute Idee, ja? Ach nee, nicht auch Ausrüstung. Muss ja auch irgendeinen Sinn machen, dass wir eben 5 Fackeln gekriegt haben, weißt du? Flammenschmetterlings. Die ist direkt wieder ausgegangen. Was? Siehst du doch. Ich hab's nicht ausgemacht. Muss ein Bug sein. Mach nochmal. Ich denke eher, dass das nicht so richtig. Hm. Dass die hier. Wenn ich ehrlich sein soll, sieht das noch. Ich weiß nicht, was das aussieht. Was steht denn da als Nachricht? Zerstören? Fragezeichen, da ist auch sich noch jemand nicht sicher, was er damit machen soll. Versuchzunge. Der gefällt mir. Vorsicht vor Hinterhalt, okay. Sollten wir drauf aufpassen. Da steht schon einer. Zwar nicht so richtig im Hinterhalt, aber. Also weiß ich nicht, ob noch links oder rechts einer steht. Da der ja noch ein bisschen offensichtlich steht. Ne? Ja. Ich glaube, der wird gezaubert gerade. Ja, da kommt er nicht hin. Ja, war jetzt nicht so verwunderlich. Nö. Um ehrlich zu sein. Das ist auch ein etwas anderer, ne? So nicht so am Rücken. Stacheln. Ja. Ja. Also hat der nicht. Nö. Aber der hat ein interessantes Schwert. Ja, irgendwie wohl, ja. Stimmt wohl. Der ist wo was drin. Nukulidokuli. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch schon wieder, da wieder einer zaubert. Der guckt mich nicht mal an, der hat doch trotzdem auf mich gezaubert, oder was? Ne, der guckt mich doch nicht. Hat nichts gesagt. Entschuldigung, alter Mann. Ja, du solltest dich verschämen. Ja, was? Ja. Bist du tot? Ja, was? Wusstest du, dass wir uns schon länger kennen, als so manche andere Let's Player alt sind? Ja, aber ja. Wahrscheinlich kennen wir uns schon länger, wie manche Let's Player als Duo zusammen addiert alt sind. Als du und? Als Duo. Als Duo, ja, das stimmt. Quasi zu zweit. Ja. Ist zumindest zu befühlt. Ja. Ja. Aber darum harmonieren wir auch so gut dabei. Ja, richtig. Das stimmt. Du alter Spaten. Ja, du. So, da ist noch so eine Kackbratze. Aber der hat auch noch. Wegstemmen lassen wollte er sich aber auch nicht. Ne.
Aber die also sehen eigentlich ganz cool aus. Ja, aber wer lässt sich denn so Dinger auf dem Rücken da pflanzen? Ich kann sagen Nebelwand, aber hier ist nur ein normaler Durchgang. Moin. Hm. Überraschung. Ist ja gut. Ruhig gut, Brauner. Ja, tobt euch an den Kisten aus, dann seid ihr gleich bei mir ein bisschen müde. Schlaft ihr heute Nacht gut? Ja, genau. Auf ewig. Ach, der Zauberfotze. Kam noch einer, mit dem habe ich nicht gerechnet. Nö, den hast du gesehen. Der Schlag meinte ich. So. Och, ich hasse es. Naja, dann hat er wenigstens einen schönen Abgang. Ne? Ja, mein Gott. Dann lohnt sich's wenigstens. Ja, da ist noch einer. Ich bin ganz schön. Oh, da sind Hühnchen drin. Ja, nee, ich glaube, der stand da auch noch hinter. Oh, der wird da nicht in den Kisten. Gucken wir mal, ob da irgendwas drin ist. Oder ob das einfach nur ein Raum mit vielen Kisten und Gegnern ist. Ich vermute es fast. Jetzt haben wir aber zwei Türen, ne? Der Wahnsinn. Wie sieht eisig aus? Ja. Also, nicht nur weil die aus Eisen ist, sondern auch weil die vereist aussah. Ja. Da sieht's da ein bisschen. Ja, da ist eine halbe Kiste in der Luft. Das musst du akzeptieren. Ist kein Problem, komme ich mit klar. Das sieht mir nach einem Feuer aus. Das hört sich auch nach einem Feuer an. Wow. Ist nur leider kein Leuchtfeuer. Ne. Hier könnte ich eine Fackel anziehen, ja. Aber wenn du nach draußen gehst, geht die wahrscheinlich wieder aus. Ja, ist schon auszugehen, aber ich werde das gleich einfach mal ausprobieren. Ja. Weil kostet uns ja nichts, außer vielleicht einen kleinen Moment Zeit der Fackel, aber wir haben ja noch so knappe 4 Stunden. Ja. Ich denke, da kommen wir mit klar, ne? Ja. Das ist schon wieder so ein Ding. 2! Ich weiß noch nicht, was das mit denen so auf sich hat. Ne. Hier kommen wir her? Ist das der Raum, wo wir herkommen? Ich würde sagen, ja. Ja. Das haben wir hiermit jetzt auch bestätigt. Wofür gibt's so einen Weg? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das hat doch bestimmt auch irgendwas mit den Viechern da zu tun. Möglich ist das. Ja, geht sofort wieder aus, wenn du rausgehst. Muss schon rattenkalt sein. Ui. Wenn Flammen direkt ausgehen, hat der sich gerade so eine... Ja, so eine riesen Eiskeule. Der hat einen Backstab überlebt. Ja. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Oder richtig überlaufen zu, wa? Traurigkeit. Ja, kommt richtig was auf uns zu, traurig. Stopp mal. Das sind Kisten. Ja, stimmt. Das sind wirklich Kisten. Deswegen Traurigkeit. Oder schwäche Dresche. Ja. Ich weiß es nicht. Also wir haben Jungs, die auf dem Boden rumliegen, die weiß gekleidet sind, von denen wir keine Ahnung haben. Richtig. Dann haben wir draußen alles mögliche an Eis. Ja. Wo wir keine Fackeln mitnehmen können. Ja. Und die Jungs waren eben genau an der Stelle, wo es halt auch so eine Eisschicht quasi gab. Ja, jetzt sitzen die unten drunter aber hier sozusagen. Ne? Also so gesehen. Könnte das sein, dass die das Eis irgendwie heraufbeschwören? Ja, das ist. Ich möchte die nicht angreifen, alleine aus dem Grund. Ja, solange wir nicht wissen, was die machen, ja. Ne? Das ist schwierig. Ja, nachher haut man sich da irgendwie. Ding voraus, okay. Aber das ist Dark Souls, das Spiel wird dir ja nicht erklären. Ja, die Frage ist, ob man das irgendwie zufällig rauskriegt, wenn die was nicht so Böses machen, weißt du? Also, ja. Oder ob man die verhauen muss. Achso, da unten, das wird der Ring sein, den die da meinen. Aber sonst ist hier, bis auf die Kisten, an denen wir nichts machen können, Endstation, ne? Ja. Also nehme ich mal eben den Katzenring und hüpfe da mal eben runter. Achso, Ausrüstung war ja schon richtig. Ah, ich bin so schnell.
Oben rechts. Ja, tatsächlich. Das ging noch mit dem kleinen Stufe. Ja. Hier? Hier ist nichts. Oh. Ja, oh, das sieht mir aber. Der so Spruch springen, kurz gesagt, Geheimnis. Da vorne auf die Ecke? Never. Never, 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 da ist nichts. Das ist ein kurz gesagt Geheimnis in den Tod. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das sieht mir so aus. Du kannst es ja nachher angucken, wenn du da unten bist, dann siehst du ja, ob man da. Nee, das ist nichts. Das ist ein bisschen tot. Gut hinsehen. Schöpfung. Klosteramulett, das war auf jeden Fall kein Ring. Hm. Da vorne der Baum, hast du ihn gesehen? Der da? Mhm. Ja. Aber jetzt nur erstmal gucken, ob man hier noch irgendwie irgendwo sieht. Da hätte man da vorne, dazwischen hätte man auch nicht herlaufen können, ne? Mhm. Nee. Da kamen wir her. Ja, das Ding haben wir ja von hier schon gesehen. Mhm. Vielleicht da oben in der Ecke irgendwo, dass man von da hinkommt, aber nie von hier unten. Nee. Also nie von der Seite, das glaube ich auch. Nee. Das war eine Fake-Nacht. Aber, was dann hier sonst noch so an Schätzen verborgen ist, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Und wir klären bestimmt auch in einer der nächsten Folgen, was die weißen Gestalten auf sich haben. Ja, da bin ich auch mal schwer gespannt drauf. Ich auch. Also ich wäre an deiner Stelle wieder dabei. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.